Miteinander und willkommen zurück zu Europa alles 4 mit Torin Gent. Es geht weiter. Ja, es geht tatsächlich weiter. ich habe schon wieder so lange nicht mehr gespielt, gar nicht mehr, wie weit wir waren, aber wir waren ja gerade, ja, das Over-Extension-Problem. 66, ist das nicht das Startdatum? Nein, ist egal. Battle of Hastings? Was, 44? Ich weiß es nicht, ob es 66 oder 44 war. Egal. Egal. Warte mal, ihr seid hier schon unterwegs, perfekt. Okay, wir lassen mal weiterlaufen, mal gucken, was passiert. Gegen uns, yep. Diverse Leute. Frankfurt, Göttingen. So, mal ganz kurz mal gucken hier. Wir sind hier mit... Jetzt auch nicht mehr von, was haben wir hier momentan? Wir haben die Schweiz, wir haben Österreich. Wen hatten wir noch? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Wen hatten wir noch als Verbündete? Testing aus Quiche, natürlich. Wen hatten wir noch? Einer der eine fehlende Rivale, ne? Willst du mich eigentlich verarschen? Warte, Böhmen als Rivale. Wieso kann ich Böhmen nicht auswählen? Habe ich mit denen noch eine Truce jetzt wegen dem? Kann es daran liegen? Ja, es könnte daran liegen. Okay, wir warten mal. Wann ist die Waffenruhe vorbei? Welcher davon sind denn wir hier? nein. Hier. Smile 85. Naja, mal gucken. Wenn wir verlieren halt Punkte, solange wir da keinen Rivalen drin haben. Das ist okay, wir haben ein bisschen Machtprojektion. Sollte also eigentlich passen. Genau, wir sind auf Stabilität, um den Dingern entgegenzuwirken, die Rebellionen. Und wir können Zeug bauen, ne? Oh ja. Yeah. ah ja, natürlich. Hier Benin und Calabar. Und Rashid. Jetzt lasse ich nur ganz kurz gucken. Die Sachen hier. Seid ihr denn? Na, einige sind nicht bekehrt. Einige. Ah ja, okay, haben noch die falsche Kultur. So, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht. Dich. Hier. Die ganzen Leute hier mal umwandeln, wie schaut es mal techmäßig aus? Wie weit sind wir da noch voraus? Ein bisschen. Ja, wir sollten jetzt hier auch mal sammeln. Ne? Meine Hauptsache, wir sind mit der immer voraus, das ist eigentlich der Wichtigste. Ja, da könnten wir auch wieder jemanden anstellen, wie ich gesagt. Sondern eine Reserve global unterhalb der Armee. Ja, mehr Geld? Ja. Wir können ihn ja hier nach und nach auch noch ver... Oh, ich kann es sogar sofort machen. So. Ja, das ist alles äußerst tragisch. Ich könnte ihn gleich nochmal erhöhen, ne? Aber ich denke, das reicht fürs Erste. Der Zweier, wir sind da eh sehr so weit voraus bei militärisch Kolonialversammlung. Friesisch-Kolumbien, okay. Wir sollten die Zölle nicht nochmal erhöhen, ehrlich gesagt. Bremen, Hansesflugkönigin, ja. Eingeborene Titanen leben durch philippinische Kulturen. Okay. Und eins hat sich in der Koalition gegen uns angeschlossen. Es wird ja immer bunter. Und Venedig jetzt auch noch. Und Savoy, ja. Was ist denn los mit euch? Die 200, also 72 ist ja wohl echt. So viel ist das jetzt nun auch nicht, ne? Ja, Vorfreiheitsstreben. Was machen wir denn mit euch? Wie könnten wir das denn hier... Zölle... Die werden natürlich immer größer, ne? Hollandia. Könnten die beschwichtigen? 20 Prestige? Seine Schulden tilgen? Und das bringt nichts. Doch, wollte schon sagen. Dann du hier. Und du hast auch Schulden.
Klingen wir auch mal. Ja, dann werden wir dich noch beschwichtigen und dich können wir auch noch mal beschwichtigen. So, das ist schon in Ordnung. Ach ja, wichtiges Land nach Böhmen, ist klar. Also Ahomi wurde wieder besetzt von uns. So, und das ist unsere Südarmee. Das passt ja jetzt hier alles wunderbar. Jetzt kann die nämlich hier rüber. Und diese ganzen Rebellen da unten ausschalten. So, ob wir dich jetzt hier noch brauchen, dann war doch, sobald wir dann Spanien mal bekämpfen. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Wir könnten uns auch weiter ausbreiten irgendwo. Frage ist nur wo. Hier Richtung Maravi wäre wahrscheinlich relativ unproblematisch. Weil selbst die haben minus 2 durch die Expansion. die sind verbündet mit Kastilien. Ja, lol. Okay. Ich würde sagen, wir schicken mal einen Spion nach Maravi. Die haben so viel Gold. Wow, sie würden sich mit uns verbünden. So, Spionnetzwerk aufbauen. Go. Oh. Und teilen. Das sind doch nur kleine Armeen. Ach, ihr wart in der falschen Provinz. Ah, ja, Den Haag ist die richtige. Hier nehme ich weiter drillen mal, würde ich sagen. Sili sogar. Ach, Mensch, Sili. Gottfried Everson. Mal hierher. Ich drill die Jungs. So. Wir haben ja hier die zwei Armeen stehen, weil wir ja England eigentlich auch nochmal angreifen wollten, oder? Nee, eigentlich sind wir mit England schon... wir haben jetzt sogar noch ein... Ja. Waffenruhe mit Florida Keys, Swiss Columbia mit uns. Eigentlich sind wir hier mit den ganzen Kleinkriegen fürs Erste wieder mal fertig, ne? Also... Von Tarana sind begehrt, gut. So, haben wir noch mehr... dich hier, Rano. Genua. Immer bitterer hier, so Taglock ist selbsterhaltend. Gut. Den Kalimanta Gedöns. Das ist Tondo. Kann ich mal einen, der sie so genannt hat. Vielleicht hier den nächsten entsenden, direkt daneben. Bei. Ja, den übernächsten sind hier drin. Das sind alles gute Sachen hier. Und die Philippinen dann auch ganz erobern, theoretisch. So, militärisch sind wir jetzt auch schon so weit, dass wir zur Not hochgehen könnten. Was gehört denn bei Toglock alles dazu? Toglock und Karaga. Ja. Sicher. Ja, irgendwann schaffen wir es dann auch. Meine Güte, es sind lauter so Kleinzeug hier. Warte, Opposition. Oh Gott, Strategie ist nicht so geil. Du verlierst auch Leute. Ach, natürlich, Moment mal. Ja, ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Hier, ne? Das ist eine Flotte. Bring mal diese zwei Armeen nach Hause zurück. Beziehungsweise bringen sie mal hier hin. Norweger werden bestimmt noch revoltieren wollen. Vielleicht ist unsere Flotte groß genug, dass wir hier auch relativ frei abgehen können. In X-Misch. Ja, dieses ganze Zeug hier. Ja. Irgendjemand muss da rüber. Aber wer? Aber wer? Ich habe hier gar keine Truppen mehr in der Gegend. Ja, ich müsste dich aus Afrika rüberbringen. Fulbe-Jungs sind ja eigentlich eingedammt. Ja, Orkney, ja, das ist ja wie gerufen hier gerade, ne? So, dann könnt ihr euch verbinden und gleich mal wieder zurück aufs Schiff. So. Dann lauf mal darauf und erledige die Bitte. Das schaffen wir es wieder nicht. Ja, da ist die Revolte in Rom. Da haben wir mal Leute stehen. Genau aus dem Grund.
Das war die Sache, das war die Sache. So, und zurück an Bord. Ja, das wird halt jetzt, solange sich das nicht fertig baut, dann... Was ist denn so zeitversetzt die ganze Zeit? So, wo haben wir denn Rebellen? Die Schichten noch? Ach, wo ist denn der Scheiß? Ich sehe es gar nicht. Hier. Irische Partikularisten. Bologna. Was? Nee, das war nicht das, was ich dachte. So, wir haben hier einen. So, gleich mal dahin. Gesagt, komm hier rüber. Einfach mehr Admin-Punkte, habe ich das schon erwähnt? Es war ja auch echt ein bisschen viel, was wir genommen haben. Ein bisschen viel. Zugegebenermaßen. So, gut, die sind auch besiegt. Mühlhausen ist auch gegen uns jetzt, das ist natürlich bitter. Ich habe darauf gezählt, dass wir gerade mit Mühlhausen rechnen können, aber es ist mir wohl nicht vergönnt. So, wo ist denn unsere zweite Flotte? Hier sind sie neue Weltern. Sie sind hier unten gerade. Okay, das heißt, wir packen mal einen von euch ein. Söldner. Und dann segeln wir mal hier rüber. Hoffentlich schafft er das auch, ohne dass die hier sinken. Ja, ja. Bald werden die ersten fertig. Das sollte schon mal helfen. Erfolgreich in Honduras. Ja, ja, das ist okay. Skandinavien. Ich meine, warum? Warum Skandinavien? Wir waren Freunde. So, ihr müsstet euch doch eigentlich mit mir verbinden können jetzt. Haltung hier in die Lande für die Rivalität. Ach ja, richtig, da war ja was. Ihr hasst mich natürlich auch. Nogai, hä? Nein. Ich denke nicht, dass Nogai unsere Rettung hier sein wird. Vermutlich werden wir selbst unsere Rettung. Das ist noch immer am wahrscheinlichsten. So. Sachsen und Lenka. Ja, wie wir das hier machen sollen. Ja, doch, es sollte ja passen. Ne? Wenn unsere Schiffe es schaffen, sollte alles passen. Nächsten Heretiker wurden bekehrt. Jetzt können wir, glaube ich, auch hier oben wieder weitermachen. Konstantin hat sich die sogar verlassen schon. 73. So, dann bauen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. So ein paar Handelsgeschichten. Es kommen immer noch Leute rein. Das ist unfassbar. Wir haben sie, ja, die sind gleich drüben alle kontrolliert von jemand anders. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Wo ist der neue Welttransport? Ja. Es dauert halt leider seine Zeit. Geht's rüber? Jetzt werde doch mal fertig hier die ersten. Ja, die Engländer sind ziemlich tot, würde ich auch meinen, ne? Was mache ich eigentlich jetzt mit dem Zeug hier? Brauche ich überhaupt noch? Nee, brauche ich überhaupt nicht mehr. Ja, unser Plus ist eigentlich auch bei 53 momentan. Das ist unser eigentliches Maximum. Ja, eins weniger als das, was wir gerade haben. Ich schätze da, müssen wir uns eigentlich nicht mehr großartig drum kümmern. Ach, warte mal, Fischer-Partikularisten in überall.
Wisst ihr was? Könnt mich alle mal kreuzweisen. Ja. Die Party wird hier nicht stattfinden. Weil, egal wie sehr ihr das wollt. So. Ja. Ich denke, wir wählen einfach die Automaten wieder als Rivalen. Wo es eigentlich so dumm ist, ne? Eigentlich ist es sowas von dämlich. Seid ihr jetzt da? Kann doch nicht so lange dauern. Meine Güte. Tai Tai ist selbsterhaltend. Tai Tai. So, dann nehmen wir hier den nächsten. Das war Tai Tai. Okay. Kastilische Leute wohnen jetzt hier. Es ist ja so Palawan. Stechung werden immer mehr geduldet, das ist nicht so gut. Was sind all diese Sachen? Seid ihr schon? Ja, ihr seid schon ein bisschen von jemandem. Wer ist denn das? Das ist Zulu? YOLO? Zulu. ich denke, wir lassen dich einfach als Territorium. Das ist schon in Ordnung in dem Fall. Andererseits wird es mich wahrscheinlich echt aufregen. So. Nicht mehr lange dauern, bis die Leute da sind. Oder ich sehe eben. Also, sorry für den Cut. Wir machen mal weiter. Tatsächlich jetzt einen Tag, irgendwie eine Woche später. So. Wie weit sind wir denn hier? Hier. Das tankt ab. Ich dachte, sie sind in der Nation, aber möglicherweise legen unsere Ali dann nieder. Okay. Schon macht, nur bis 50, na super. Ja, nochmal hau. Oh wow, ist ja echt viel von euch übrig geblieben, ne, nach dieser Reise. Ja, hoffentlich fühlen sie sich jetzt relativ schnell auf. Ja, dann sollten ja nicht ausreichen hier für die Boys hier. Warten wir noch einen Monat ab. Der General ist ja viel besser als Ida. Und alles sowieso besser als Ida. Ja. Und was ist mit Rio de la Plata gerade passiert? Nee, warte mal. Rio de la Plata. Das wieso immer nicht du hier? Das müsste doch eigentlich hier irgendwo sein. Granada. Naja, egal. Ne? Wir machen mal hier oben weiter. ja, es ist auch nicht mehr so viel zum Glück. Quito sind bekehrt. So. Naja, dann können wir ja quasi relativ normal weitermachen jetzt. Ja. So, tatsächlich haben wir auch Rano gleich bekehrt. Das ist glaube ich die heftigste Provinz. So, sehr schön, das ist fertig geworden. Hierhin können wir die Kernbaut noch weitermachen. Ja, greift uns an. Aufstieg des Klerus. So, haben wir Lukenreich Kriegsgrund. Ist klar, hier ist der zweite besiegt. Dann mal hier Honduras noch. So. Großartig. Damit ist alles endlich wieder im Lot. Junge, Junge. So. 999 Geld. Auch nicht schlecht. Machen wir hier Honduras noch. Nur, dass wir das erst alles Korn müssen, aber wir es abgeben können. An hier. Den Kollegen. So, jetzt geht die mal hier erledigen. Dann haben wir das hier auch mal alles. Das ist eigentlich der einzige Nachteil. Das ist, normalerweise kann man ja echt extrem auch darüber gehen und die ganzen Rebellen einfach bekämpfen. Aber
Unser Nachteil ist ja, dass wir dieses Riesenreich haben auf der ganzen Welt. Wo das halt ziemlich schnell extrem stressig wird. Diese Kulturen wurden bekehrt. Hier rüber. Bucherei in Dumfries. Von Dumfries ist müde. Kiesch-Nationalisten. Okay, dass hier Kaufleute überhaupt nutzt, unfaire Mittel mit einem lokalen Unternehmen Konkurrenz zu machen. Ich glaube, ist für jeden gut. Kildares Meinung über Niederlande, die ist mir eigentlich relativ egal. Huh? So, die Jungs haben sich wieder aufgefüllt. Großartig. Und hier ist alles wunderbar entsetzt, perfekt. Ein Agent der Mamelucken wurde entdeckt. Ja. Kann man schon denken, was der so vorhat hier. Wenn wir haben hier die Festung, wir bräuchten eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht auch hier eine Festung. Müssen wir diese Produkte massiv ausbauen. Du bist auch nur eine Level 2. Ja komm, wir bauen dich mal aus. Auf die nächste Stufe. Das ist also die übernächste Stufe. Hier, zack. So, das hier auf jeden Fall mit dazu. Natürlich auch einen Start draus machen. Ich glaube, das reicht ehrlich gesagt noch nicht. Ja komm, wir machen auch die, wenn ich dich eigentlich herauslassen wollte, aber das ist in Ordnung. Start eher aus Aragon, natürlich. Sambonka hat sich hier angeschlossen, wunderbar. So, plus 5%. Bald sind wir so weit und können hier hochgehen. Okay. Ja, das ominöse Gent hier, ne? Wie schaut es eigentlich aus jetzt mittlerweile hier? Nicht gut. Da sind immer noch Leute bei uns gegen die Koalition. Schon ein Werter Rebellen in England. Wieder einmal, muss man ja sagen. So. Ach ja. Kiesch-Nationalisten sind über die Grenze gekommen. Das sind die Jungs, die wir hier gesehen hatten. So. Auf geht's. Moment to go. So, Pipil und so sind alle hier jetzt mit drin. Spanische Jungs sind jetzt hier auch gelandet. Okay, so, nächste Bekehrung hier im Schnelldurchlauf überall. ja, natürlich hier Ostanglien. Hallo. Es ist wichtig. Wieder Unruhe. Friesische Partikularisten. Ja, die sollten wir unterdrücken, wenn es irgendwie geht. Wir haben auch genug Punkte dafür. Mich echt nicht sein. Im unteren Nama... Walaland eigentlich nur. 96, wo ist denn das untere? Wo ist das untere Numaqualaland? Hier. Warte mal, das ist... Das ist es nicht. Hier. Literally nur hier. Ach, das liegt eigentlich auch nur daran, dass hier gerade bekehrt wird. Ich frage, ob der das hier alleine schafft. Schwierig, würde ich sagen. Wir könnten noch mal einen General hier mit dazu packen. Ja, mach mal einen. Oh mein Gott. Ludwig Karl van Wors ist unglaublich gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, mit der Tradition ist ja so langsam bei uns auch ordentlich, das merkt man. Oh, ich kann hier eine Institution fördern. Die Manufakturen. Bekannterweise ja auch bei uns hier gespawnt sind. Die werden ja... Ja, ich meine... Könnten das schon machen. Ja, komm. Was soll der Geiz? So.
sehr schön. Jetzt kommen wir hier bald hoch. Militärische Machtpunkt 499. Regierungszentrum kriegen wir dadurch. Sehr schön, Gehornmörser. Dann hier wieder neue Schiffsarten. Und was gibt's noch? Eine Börse. Oh ja, das ist äußerst wichtig. Ja, und hier, sobald wir das dann haben, sobald wir mal alles gekort haben, sobald wir ein bisschen mehr Endpunkte haben, können wir da auch hoch. Ist das nicht wunderbar? Vielleicht sollten wir dann mal hier den 50. Ja, ist schon nicht schlecht, ne? Immer den Fokus hier umlegen. 12, 12, 10. Sind wir ja mit allem momentan fertig. Ah ja, hier natürlich Norwegen. Zumindest einer davon erstmal. So, die guten neuen Mörser. Wir können auch noch Leute rekrutieren. Das sollten wir vielleicht auch gleich mal machen. Sollen wir das gleich mal hier unten bei den Mamelucken machen? Ich hab da so Vorahnungen. Ich weiß gar nicht, wieso, vielleicht, weil sie schon Spione bei uns haben. Die Frage ist, wo können wir die denn stehen lassen, ohne dass, hier gehen 43.000 rein. So, also wie viel braucht man denn? 19.000, 25.000 können wir aufstellen. Okay, dann mach doch mal... Machen wir erstmal so einen. Wie viel Einkommen haben wir gerade? 110. Gut. Gut, gut, gut. Ja, das ist immer noch hier das Beste, ne? Lass uns einfach mal rumgegönnt haben. So, Ansturm der Kolonisten. Ach so, warte mal. Ich kann dich natürlich nicht bekehren. Das wäre halt der ultimative Schlag natürlich. Frage ist, was müssen wir denn hier? Eroberung Roms, Missional plus 1, bis ich jährlich plus 0,5. Denkt mal auf der katholischen Kirche ist ein gutes Ziel für eine Eroberung. Religionsgruppe, christlich. Ja, okay. Ja, ja, ja. Gibt es also noch andere nette Sachen für uns? Also natürlich der Hafen, Legionszentrum. Ach, keine Missionarstärke, minus 5. Doch kein Religionszentrum, also nicht offiziell. Der katholische Arm, der hier reinreicht, ist auch unfassbar. Und dass tatsächlich Schweden katholisch geblieben ist, ist auch erstaunlich. Die ganzen orthodoxen Boys da im Süden. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwann hinbekommen hier. Ansturm der Kolonisten. Ja, mach das. Das kann nicht schaden. So, Lenker gehört jetzt auch zu uns hier. Ganz offiziell. Adger. Und weiter bekehren. Ja, dann haben wir jetzt auf Dauer den zweiten Missionar. Dritten meine ich. Ja, jetzt müssen wir Rom haben. Müssen wir noch Jerusalem holen. Deswegen haben wir uns ja hier unten ausgebreitet. Ja, wir werden jeden anderen Glauben hier ins Ausrücken sozusagen. Und sind auf dem Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei Kavalleristen, ne? So. 20, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4. Dann sind es 25. Fast. Eigentlich sind es 24, aber ist in Ordnung. Nur die Börsen, die können wir jetzt auch mal hier in Angriff nehmen dann. An diversen Orten. Ausländisches Talent, ja. 2525. Sind Armee-Professionalität. Ich meine, es wäre schon gut. Das ist es mir ehrlich gesagt wert, hier ein paar Darlehen aufzunehmen. 5,99. So. Soll wieder eine Weile erstmal zurückzahlen, aber gut, was soll's. Aber ist gestorben. Admiral Gabriel Spiegel ist tot. All ist jetzt offiziell auch uns zugehört. So, wer gehört eigentlich hier noch dazu? Tatsächlich hier auch Island. Okay, dann müssen wir uns das natürlich auch noch holen. Ja, ansonsten haben wir jetzt ein paar schöne Inseln.
Haben wir hier auf Stabilität, ist halt die Frage. Ich denke schon für den Moment. Die Party-Kulleristen, die müssen natürlich auch nur gleich daran glauben. Aber vielleicht sollten wir... das ist halt so dämlich eigentlich. Guck mal, hier haben sie auch was. Partikularisten. Hier. Hier mal noch einen dazu. Laden kann es ja nicht. Aber unser Limit hat sich schon wieder erhöht, oder? Kaufleute verlangen nach Hilfe. Ja, sicher. Zu Lincoln. Ja, und Rom, ist auch noch nicht, ja. Die Getreidekiste war ja das eine Verbindungsglied hier. Oh, warte mal, was ist denn das? Was ist das denn? Orgische Nationalisten. So, hier haben wir, glaube ich, die Kultur konvertiert. Ja. So, nächster. Kannst du mit den Katholiken auch zum Bekehren noch? Bildung der Amsterdamer Börse. Als Folge der Erschaffung der Bank von Amsterdam 1609 wurde die Börse der Stadt immer aktiver. Nachdem Antwerpen die Rolle als führender Wirtschaftsort abgenommen wurde, blühte der Börsenhandel auf. Geldanlagen aus ganz Europa werden frei und Darlehen einfach zugänglich zu Daten, die nirgendwo übertroffen wurden. Dies wurde durch den kapitalistischen Erfolg der niederländischen Ostindien-Kompanie erhöht und sogar durch die weniger erfolgreiche niederländische Westindien-Handelskompanie. So, den Darlehensmarkt erweitern. Oh, das schickte Kontrollen an. Inflationsreduktion finde ich sehr gut. Innovation erhalten kriegen wir sowieso. Wir machen hier den deutschen Bundesbankkurs, ne? Wenn schon das Finanzsystem hier nicht ändern können, um ordentliches draus zu machen, dann machen wir es wenigstens ein bisschen weniger schwachsinnig. So. Ja. Ich habe der Bandy nämlich ihre Forderungen. Achso, ja, die kirgisischen Jungs. Ja, die habe ich entdeckt noch. So. Getreideküste selbst, ne? Und ich wundere mich, ne, wieso ich die ganze Zeit nicht kauen kann. Hier. Und du das. Oh, ach. Ah, okay. Das ist tatsächlich niederländisches Mexiko jetzt. Also haben wir jetzt wirklich nochmal eine neue Kolonialnation hier. Naja, schön. Dann können wir uns hier halt sogar noch ausbreiten dann in nächster Zeit. Deswegen war das hier so umständlich gerade. Na ja, gut, ich denke, wir können mal hier hin dann überlegen, wo wir euch dann hinschicken. Abschwung des Gewürzhandels, das ist nicht gut. Preise für Gewürze gehen runter. Aber gut, nächste Kommentierung ist fertig. Ich denke, dass wir dann an der Stelle mal diese Folge beenden. So, hoffen wir mal, dass es gut sein wird. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall die ganzen Börsen ausbauen. Das wird großartig. Bis dahin hoffe ich, dass ihr noch dabei seid. Ciao, ciao, euer Torin.